Und zum Schluss die Steinel Glue Pro 400 LCD. Diese Heißklebepistole ist vergleichsweise teuer. Sie ist für den professionellen Gebrauch gedacht und bietet eine Klebeleistung von bis zu 1,5 kg pro Stunde. Verwendbar ist das Modell mit Klebesticks, die einen Durchmesser von maximal 11,7 mm haben. Das Gerät funktioniert mittels des Netzstroms und hat eine durchschnittliche Leistung von 110 Watt. Während der Aufheizphase beträgt die Leistung 400 Watt. Die Dauer der Aufheizphase liegt bei weniger als 2 Minuten. Außerdem gibt die Farbe des Displays eine Auskunft über die aktuelle Temperatur. Leuchtet das Display grün, ist die Temperatur optimal. Eine rote Displayfarbe bedeutet, dass die Temperatur zu hoch ist. Befindet sich die Heißklebepistole in der Aufheizphase, leuchtet das Display blau. Darüber hinaus ermöglicht es die Profi-Klebepistole, die Klebemenge pro Hub einzustellen. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die austauschbare Klebedüse, die Aufhängemöglichkeit, der rutschfeste Griff und der Ständer. Wer das Gerät in einem schwer zugänglichen Bereich nutzen möchte, kann den Ständer abnehmen.